Hallo und herzlich willkommen. Und wir sind hier in der Nacht, du ganz schnell schlafen. Zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6, Folge 261. Und das ist das Lied, das Zeron immer wegdrückt. Und wir spielen es in voller Lautstärke. Juhu! Drüben ist ein Esel, den haben wir ja hingeschafft. Kann er mal hier reinlunschen. Aha, Ein bisschen den Baustil wegschnappen. Hehe. Nee, mache ich nicht. Aber wir reisen mal wieder zurück. Ja, wahrscheinlich mal das Tor. Und wir kommen jetzt hier wahrscheinlich nirgendwo raus. Ach, es war blöd gesprungen. Wie ihr hört, ich habe die Playlist ein wenig geupdatet. Die Playlist ist geupdatet. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich auch aufnehme. Ja, das tue ich. Und das sind ein paar schöne Lieder wieder dabei. Von den Kevin Glow. Schöne, fröhliche Lieder. Ich glaube, die habe ich ja beim Zeron auch noch nicht großartig gehört. Und ich musste mal beim Raspoale vorbeischauen. Da habe ich jetzt 2 Wochen. Ups, ja, 2 Wochen gut nicht vorbeigeschaut. Muss ich wirklich mal wieder machen. Vielleicht hat er ja auch schon wieder was, was man da sich besorgen kann irgendwo. Das könnte man ja dann auch mit reinnehmen. Und schwips. Erleuchtet, hier sind Fackeln. Aha, hier sind Fackeln. Wahrscheinlich hier. Okay. Den Weg markiert irgendwie. Da ist auch noch eine Fackel. Ja, auch. Ach, hier ist der Weg. Hier ist ein Bett und hier sind wir in Mosek. Und wir nehmen die Schnellreise, ne? Wir nehmen die Schnellreise. Hier oben war das Steuer. Genau. Nach Insel Wattungen. Und schwuppsdiwupps sind wir auf der Insel Wattungen und sind ja auf der Eva Maria, so heißt das Schiff. Hat die Annie gebaut. Finde ich hübsch. Muss ich sagen. So. Wir müssen mal etwas Neues auf die Agenda schreiben. Was heißt was Neues auf die Agenda schreiben? Ich müsste die Agenda mal. Einige Schilder sind noch falsch geschrieben. Das muss ich auch mal ändern. Hier kommt ein Durchbruch hin, irgendwo hier hinten rum, wahrscheinlich. Ja, in den nächsten Tagen wird erstmal Hausgrundrisse gezogen, also so Kellergrundrisse. Habe ich mir jetzt mal so vorgenommen, dass wir ungefähr wissen, ah ja, da kann was hingebaut werden. Und hier unten, wer es nicht weiß, dann gehen wir mal hier lang. Guten Tag. Hier ist eine Tafel. Da steht drauf, was wir alles machen müssen. Bücherei, Hafen, Schenke, Schiffe, Lehmbrennerei, Friedhof, Botschaften am Hafen Nordweden, Straße der Freundschaft in Planung. So, müssen wir uns jetzt mal merken, was da oben dran steht. Das Bett hier weg. Hafenschenke, Schiffe, Lehmbrennerei. Hafen. Schenke. Lehmbrennerei. Und was war das dritte? Schiffe. Es stand einfach nur Schiffe. Und schwupp. Dann hauen wir noch das da ab. Aber müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Dörfer unterschlagen.
Und da schreibt man folgendes hin. Was schreiben wir denn da hin am besten? Wie heißen die denn? Diese Speicherhäuser. Hafen Nordwehen. Da muss ich mich nochmal ein bisschen erkundigen, denn der Backstein ist nämlich etwas teuer hier, ne? So, das kommt weg, das ist ein leeres Schild. Korrekt. Super. Hier habe ich gesehen, habe ich noch ein bisschen Eisen und Krust und so, Glowstone und Netherquarz. Die Bücherei ist ja hier. Und da könnte ich auch mal den Erzklump mir wegnehmen. So. Kann man hier oben drauf laufen? Der muss weg hier, ne? Der schaut aus, als wäre hier fehl am Platz. Kann man hier einfach so nach hinten laufen? Na, hier fällt man runter. So. Autsch. Okay. Das hatte ich nicht so gebaut. Das ist bestimmt mal der Fehler, wo wir die Version gewechselt haben. Da haben sich ja einige Bauten, ne, irgendwie komisch verdreht. Und da fehlt Lehm. Gut, dass man so kleine Baustellen hier noch findet, ne? Und was ist das da oben? Fliegende Blöcke. Hier war noch ein bisschen Erde. So, hier kommt jetzt noch ein bisschen Weg hin. Zap, zap. Kuckuck. Guck mal, der Professor, was hat er vor? Was hat er vor, der Professor? Ich habe keine Ahnung. Habe keine Ahnung. Null Ahnung habe ich. Nix Ahnung von haben, was er tut. Eine Völkerwanderung hier. Na, Wanderung nicht. Ah, guckt euch mal den Völkerungsnachwuchs hier an. Ein Fall für Nordwehen Mystery. Alto Belli. Hier ist ja ganz schön was los. Guckt euch das an. Schön. Guten Tag. 9 Stück. Das ist ja ganz schön preiswert. Du. Ich finde dich bestimmt da nicht normal. Guck mal, die haben alle so schöne Angebote. Ich muss mal wieder mit denen handeln. Ach so, hier habe ich hier ein Schild gemacht. Handelsregister notwendig steht da drauf. Weil es viele hier vorbeirennen. Aber viele gucken auch nicht nach oben. Guten Tag. So, das tun wir dann hier hin. Bäm. Ihr seht hier hinten, ne, hier ist Platz. Bei Gelegenheit kommt nämlich die Truhe, ne, bauen wir noch eine hinten dran. Hier oben geht's nicht, aber unten geht's. Auf jeden Fall. Hier ist Leder. Nee. Auch nicht. Nein, nicht zumachen. Nein. Ey. Nee, das war eine Tür weiter. Hier ist Leder. Ah, guck mal, da steht's da dran. Leder. Oben gucken, hier 64 Stück. Gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Guten Tag. So, ein bisschen Handel. Ich finde die jetzt ganz bestimmt. Pass auf. Und wenn nicht, dann tritt mich ein Pferd. Pass auf, hier. Du warst das. Nee, du warst es nicht. Du. Nein. Die da. Bleiben Sie stehen. Nee, das ist ein Fisch. Fleischer. So wirklich. Sie? Nein, sie waren es nicht. Ich kann mir doch das Gesicht merken. Nein. 9 Stück wollte sie haben. 9 Stück. Wieder ein Fleischer. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Aber so weit kann sie doch nicht gelaufen sein. Sie? Nein. Sie? Nein.
Sie? Achso, sie hatte schon. Ihr? 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 Oder ist auch ein Gerber? Gerber, das ist er. Ja, hast dich ein bisschen verändert in letzter Zeit. Vielleicht ist es auch ihr Mann. Jo. Guck mal, was du schönes Speed ist, mein Lieber. Für 9 Smaragde eine Lederjacke mit Feuerschutz 1. Das ist ein gutes Angebot. Ein sehr gutes Angebot. Und ich bin Level 30. Ich kann nur nachts schlafen. Bin ich alleine? Ja. Ich kann immer noch nachts schlafen. Das ist immer ein bisschen quickie mit der Sonne da. Jetzt kann ich schlafen.